look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. Hallo und herzlich willkommen in Bella Italia. Da fahre ich jetzt gerade rüber. Ja, die Reise beginnt jetzt so richtig. Ja, ich habe noch übernachtet in Arnoldstein in meinem Hotel. Ich sag, ja, so ein Hotel ist ja schon was Ordentliches. Also da kann man gut schlafen, gut frühstücken. Aber naja, heute Abend will ich das eigentlich nicht mehr haben, auch wenn es jetzt regnet. Ja, das Wetter ist sehr mies auf der heutigen ersten richtigen Etappe. Heute soll es Richtung Slowenien gehen, ja, am See vom Bled vorbei. Ein richtiges Highlight heute, aber so viel werde ich vielleicht heute nicht davon sehen. Die schneebedeckten Berge habe ich noch gesehen, aber man sieht es, da regnet es und schneit es überall. Ja, auch jetzt tröpfelt es noch nicht extrem, aber es wird wohl kaum aufhören heute. Aber das ist bei so einer langen Reise, die ich vorher habe, natürlich immer mal dabei. Und heute, ja, wie gesagt, ziehe ich das durch, auch wenn es heute vielleicht den ganzen Tag regnet. Und am Ende möchte ich im Zelt schlafen. Und dann geht es immer weiter. Eine riesige Reise von, ja, unglaublichen 2000 Kilometer, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Einen Monat auf den Rad zu verbringen, um dann wieder hierher zu kommen. Eine Riesenrunde, eine Runde, die ich immer wieder mache, was einfach zu einfach ist mit Rückreise und Anreise natürlich. Das ist einfach, ich liebe Runden, aber die ist extrem lang. Ja, ich sag mal, es geht los. Auf ins Abenteuer, fängt ihr gleich gut an mit 15%, aber ihr kennt das glaube ich schon aus anderen Videos. Aber das ist nicht so lang, das werde ich schon aushalten. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ja, an diesem ersten schönen Radeltag. Jetzt geht's los, das schöne Bahntrassenradeln. Wunderschön. Hier bin ich nun am Ausgangspunkt meiner Reise, wollte ich wenigstens machen. Ja, ich hatte ja ein bisschen umgemogelt. Aber jetzt bin ich hier in Tarvisio. Aber da fahre ich nicht rein, denn ich fahre da Richtung Slowenien. Und wenn alles klappt, komme ich nach 2000 Kilometern von da wieder hier hoch. Also in einem Monat. Das ist Wahnsinn, das hier zu sagen jetzt. Wahnsinn, unglaublich. Aber jetzt beginnt das Abenteuer wirklich richtig. Bis Kranjska Gora kenne ich den Weg noch da rein. Dann bin ich ja letztes Jahr abgebogen zum Virsic-Pass. Und dann ist es alles neu für mich. Es ist eigentlich gar nicht so die Hauptroute, die ich jetzt fahre. Klar, hier die Bahntrasse. Aber meine ganze geplante Route verläuft einfach so wild geplant. Vom Campingplatz zu Campingplatz habe ich geplant. Ob ich da immer alles so schaffe, werde ich sehen. Werdet ihr sehen, das ist das Abenteuer. Es ist nichts vorgebucht. Einfach vorfahren oder kurz vorher anfragen per Telefon. Also irgendwie wird es schon gehen. Also jetzt beginnt die Reise erst richtig. Es ist 9 Uhr, der 3. Mai und jetzt geht's richtig los.
zwar bei so einem Schiedwetter, es tröpfelt, es ist noch kein Dollarregen auf jeden Fall. Man sieht noch die hohen Berge, das ist toll, aber naja, könnte besser sein. Aber die Laune ist gut, ich will weiter, also auf wie geht's ins große Abenteuer, es ist wirklich, also viel Spaß. Das nächste kleine Ziel erreicht, die Grenze nach Slowenien. Ja, wow. Erreicht, wunderbar. Es ging hier natürlich immer bergan. Circa 100 Meter, ein bisschen mehr bin ich jetzt aufgestiegen. Und mit jetzt so 880 Metern bin ich auch so ziemlich auf dem höchsten Punkt der ganzen Reise. Ja, ich bin ja auch noch in den Alpen. Aber Slowenien gehört schon zu den Balkanstaaten. Ja, habe ich vorher auch nicht gewusst. Und eigentlich fängt auch die Halbinsel Balkan diese ungefähr an. Naja, ob es so richtig ist, weiß ich nicht, habe ich mal gegoogelt. Ja, aber egal, es ist ein kleines Zwischenziel. Ich habe noch irgendwie 67 Kilometer vor mir heute. So wie es aussieht, weiter im Regen, aber gerade eben, eine Minute bevor ich hier angekommen bin, war es echt 5 Minuten richtig trocken. Ja, aber toll ist, dass ich auch noch die hohen Berge sehen kann. Ich glaube, vielleicht gestern, wo ich eigentlich starten wollte, hätte man das hier nicht sehen können. Einfach stark noch. Sieht noch nicht so richtig zu, obwohl es regnet. Einfach klasse. Ja. Also weiter geht's jetzt Richtung Slowenien rein nach Kranjska Gora. Die Strecke kenne ich noch und danach wird es absolut neu für mich. Und das Abenteuer geht weiter. Also weiter geht's. Ich sitze jetzt hier mitten in Kranjska Gora. Eigentlich ist hier sonst die Hölle los, aber Skizirkus ist vorbei und Sommersaison ist noch nicht. Aber trotzdem war da ein bisschen was los. Ganz normal, ganz ruhig. Ja, Touristen sind auch jetzt da, aber absolut kein Trubel. Ja, es regnet sich, glaube ich, jetzt so richtig ein. Es ist auch echt kalt, die Finger sind kalt. Ich habe eigentlich gar keine Handschuhe mitgenommen, weil ich dachte, ja, so kalt wird es hier echt nicht. Aber der Regen war es kühl. 7 Grad, 7, 8 Grad sind das bloß. Also, boah. Naja, ich mache jetzt hier eine Snackpause, Banane und dann ja, ein bisschen Cola. Vielleicht der eine mit Snack noch. Ich habe ein bisschen was mit und dann geht's weiter. Erstmal weiter bergab. Mal sehen, was jetzt noch kommt, weil ab jetzt ist es wirklich alles neu. Einfach nur grandios, tolle Ausblicke wieder hier. Ach, ist das herrlich. Man könnte hier alles filmen, durchweg. Ja, was man hier aussieht, es ist hier die Vegetation doch wieder ein bisschen weiter zurück als zum Beispiel Arnoldstein-Villach. Ja, das war ja wohl viel wärmer da. Ja, ich bin ja auch noch auf gute 800 Meter Höhe hier. Es geht ja nur langsam runter.
Aber ja, hier ist noch gerade Frühling sozusagen. Ja. Der letzte Schnee auf dieser Höhe ist auch noch gar nicht so lange her. Also knapp eine Woche, anderthalb Wochen, da hat es hier nochmal runtergeschneit. Ja, ist auch wieder weggetaut sofort, aber ja, es ist halt noch Frühling. Es ist frisch, ja, diese 8 Grad, die Hände sind echt gut kalt, aber trotzdem, es macht so eine Laune. Einfach nur genial, weiter, weiter, weiter. Einfach nur Landschaft schauen, einfach genial. Before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start. Aus dem Nichts. Auf einmal eine Riesensteigung. Aber Leute, nicht geschoben. Verschieben finde ich noch anstrengender als fahren im ersten Gang hoch. Aber es war schon heftig mit vollem Gepäck, aber geschafft. Ein bisschen aus der Puste, aber das ist dann gleich warm. Das war auch keine 100 Meter. Also recht kurz. Also wenn das viel, viel länger gehen würde, würde ich bestimmt irgendwann absteigen. Aber so, es funktioniert gut. Ich hoffe, es geht jetzt erstmal noch ein bisschen weiter bergab, bevor es einmal über den Berg geht, um nach Bled zu kommen. Aber erstmal noch ein bisschen runter. Hui. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. Bin bei Kilometer 57 schon, ja, gerade eben nach dieser Steigung. Da wurde es einfach nicht mehr so schön. Gab nicht viel zu filmen. Die Stadt Jesenice, ja, da ist man so dran vorbeigefahren, sah auch ja, vom Weiten nur industriell aus, wer weiß, was da mit dem Ort ist. Und jetzt bin ich Anstieg Richtung Bled. Ja, das sind jetzt so 200 Höhenmeter, habe ich was zu tun. Ich wollte eigentlich noch eine Pause machen. Ja, und mal ein bisschen was essen. Aber hat sich noch nichts ergeben. Ich muss aber ein bisschen was snacken, damit ich über den Berg komme. Und sofort, ich habe hier nur ein paar Meter hochgefahren, wird es echt warm hier in den Regenklamotten. Bui, aber es gießt zum Glück nicht. Es ist einfach nur so ein vor sich hingeregnet. Einfach super. Ja, und jetzt, wo es hochgeht, da kann es auch kühl sein. Aber jetzt geht es erstmal den Berg hoch. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Ein harter, sehr harter Kilometer. Ui, aber geschafft. Bei Regenklamotten ist das nicht schön. Von außen ist man nass und von diesem Kilometer
Mir ist auch innen wieder nass. Oh Gott, oh Gott. Aber weiter geht's, hier wird's flacher. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Das ist also der Ort, wo die Leute alle hinwollen. Ja, das ist Bled mit dem See, mit der Insel. Alter Leute, ja, das ist wunderschön. Mit Sonne natürlich noch mehr. Aber das ist ein Ziel, das ich unbedingt noch mal sehen wollte. Hier gibt es auch den Campingplatz. Da war ich auch mal überlegen, das so zu legen. Aber ja, das ist ja kein Abenteuer. Ich suche mir lieber einen kleineren und weiter ein bisschen weg. Das sind noch 25 Kilometer, habe ich zu tun. Ja, aber hierher, ja, nach dem hohen Berg, war eine schöne Strecke. Und die kleinen Dörfer, richtig tolle Ausblicke. Und dann, als der See hier zu sehen war, einfach nur genial. Ja, es ist wunderschön. Ja, es ist wirklich ein teures Pflaster hier. Auch der Campingplatz hier ist ganz schön teuer. Ja, aber natürlich ist grandios hier. Also das muss man echt sagen. Auch im Regen. Einfach Wahnsinn. Das ist echt ein Fotomotiv für die Götter. Ja, ich mache hier irgendwo mal eine Pause. Mal sehen. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen was zu essen. Naja, hier ist ja alles touristisch. Hier werden die wohl einiges haben. Aber es ist echt Wahnsinn, hier jetzt zu stehen. Nach, ja, 60 Kilometern. Also das war echt, das war die Anstrengung, die lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist Hammer. Ja, schade ohne Sonne, aber so ist es nun mal. Naja, schauen wir mal, was hier noch kommt. Geht's weiter Richtung, ja, der Ortschaft Bled, erstmal am See entlang. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Letzte ist erreicht. Oh, da war jetzt mal Markt. Da muss ich mal wieder was zu snacken kaufen. Boah, jetzt stehe ich mal wieder so romantisch hier am irgendwo hier an so einem Einkaufsmarkt und esse was. Boah, Fanta, Snickers nochmal. Nicht die guten Dinge, aber Banane und so tut gut. Ein kleiner Snack. Ich habe nur noch 16 Kilometer, aber es geht kräftig hoch und runter. Und eine Umleitung habe ich auch schon gehabt, aber die war super ausgeschildert. Obwohl das gar kein Hauptweg ist, wo ich jetzt hier fahre. Absolut top. Naja. Der Regen, also langsam fängt er an zu nerven. Man denkt schon, wie ist es denn heute Abend?
Mit Zelt aufbauen kriege ich das hin, ohne dass da viel Wasser so reinkommt ins Zelt. Ja, ja. Sehen. Im Moment tropft es nur. Im Bled gerade eben an diesem Höllenort. Muss man schon fast sagen, ist traumhaft, aber ich schätze mal, im Sommer kaum auszuhalten. Jetzt war schon einiges los da unten, aber Wahnsinn, was hier da mal hier los sein muss, wenn der Sommer ist. Oder mal ein schönes Wochenende. Unglaublich, aber ich wollte es ja auch mal sehen. Andere wollen es auch sehen. Also nicht meckern. Absolute Empfehlung der Ort. Ja, und hier, ob ich hier durch die Innenstadt komme, muss ich gleich mal gucken. Aber sonst geht's weiter. Irgendwo durch die Landschaft. Also Landschaft ist ja leider nicht viel zu sehen, aber trotzdem schön irgendwie. Eine Übersichtskarte mal. Da bin ich jetzt. Und jetzt fahre ich hier rüber. Hoch und runter und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht genau. Ich müsste da sein. Hier. Und dann muss ich hier hoch. Weil da ist ein Zeltplatz. Und da will ich hin. Das sind noch 12,6 Kilometer. Und es ist 15:14, also super zu machen. Aber es wird noch hoch und runter gehen. Schade, dass man hier nicht so viel sieht, aber die Berge, die Hügel sind da doch zu sehen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ach, ein Glück, und morgen soll das Wetter auf jeden Fall besser werden. Wäre ich einen Tag früher gefahren, hätte ich 2 Tage voll Regen. Da hatte ich jetzt keine Lust zu. Das langt jetzt eine. Erstmal, ich konnte es ja gut verschieben. Also weiter geht's in Richtung Zeltplatz. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nach 90 Kilometern stecke ich nur, glaube ich, in dem letzten Anstieg für heute. Hoffe ich zumindest. Es sind noch 2,5 Kilometer, die werde ich noch schaffen. Der Regen hört nicht auf. Man denkt immer, da wird weniger. Dann nehme ich die Mütze ab, dann wird es wieder mehr. Ja, ist komisch irgendwie. Aber ich finde die Strecke toll. Ja, die Straßenverhältnisse sind manchmal nicht so super. Aber das ist egal. Irgendwie ist es sehr interessant. Schade, dass man ja nicht so gut filmt. Irgendwie hat man ja nicht so viel Lust. Ach, beim Regen. Ach, sieht alles nicht ganz so toll aus. Aber egal, ich fahre jetzt die letzten Kilometer. Dann hoffe ich, kann ich auf dem Campingplatz landen. Angekommen an diesem kleinen süßen Zeltplatz oder Campingplatz. Wie ihr seht, ich bin der Einzige. Ja, bei dem Mistwetter
Vielleicht kommen noch welche, aber Wahnsinn. Ja, es regnet immer noch. Macht keinen Spaß, ein Zelt aufzustellen. Und was ist? Ich bin wieder gut. Ich habe wieder Glück. Hier gibt's Shelter. So eine kleine Mini-Hütte, nicht viel Platz, aber ich brauche das Zelt nicht draußen aufstellen. Es wird nicht nass, gar nichts. Wunderbar. Ja, wie teuer das wird, das weiß ich erst morgen früh beim Auschecken. Da haben sie gesagt, ich kann auch früh los morgen. Ja, ist ein Bauernhof hier. Aber das ist eigentlich nur Hobby. Aber schön, Toiletten und Dusche habe ich schon gesehen. Also gepflegt sieht das aus. Natürlich ist er noch nicht viel benutzt dieses Jahr. Wir haben auch offiziell, also Internetseite steht 1. Mai. Ich dachte erst war alles zu, weil die Schranke davor war. Aber es ist offen. Ja, das waren jetzt heute über 90 Kilometer. Und ich muss sagen, es hat so viel Spaß gebracht. Naja, aber ich will jetzt kein Fazit ziehen. Ich freue mich gerade, dass ich so gut ruhig schlafen kann, Leute. Das ist Wahnsinn. Ich habe wieder ein Schwein. Ja, so macht Reisen Spaß. Ach, ist das. Der Plan A ist aufgegangen. Ich hatte schon darauf gelegt, ich habe irgendwie so ein Bilder gesehen, dass es sowas gibt hier. Naja, aber der Regen, ja, das ist im Moment nicht so doll. Hätte auch geklappt irgendwo. Aber man kriegt nasse Füße und ach, irgendwie schleppt man alles rein. Und aber man kann da oben gut sitzen. Nachher ja, putzel ich mir was oder mach ein paar Nudeln. Ja, ich koche heute mal was, das auf jeden Fall. Und wunderbar, also ich bin so glücklich. Erster Tag perfekt gelaufen. Einsame Spitze. Aber ich packe ein, baue mich da auf. Da drin ist nicht viel Platz. Aber das kenne ich ja von den Shelter in Dänemark. Also das ist geil. Muss ich echt so sagen. Also top, 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 top. Da so macht Reisen Spaß. Ja, habe ich schon gesagt. Naja, einräumen, ausbreiten. Oh, Regenklamotten trocken kriegt man die da drin auch nicht. Ich muss sie ja auch nochmal hier so rumlaufen. Aber Regenhose, ja, Schuhe können aus. Erstmal so ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Aber da kommt Schlafsack, Luftmatratze, das passt doch. Oh, es geht ans Kochen. Geduscht habe ich schon. Wunderbar. Ja, warm Wasser war auf jeden Fall vorhanden, ob ich hier alleine bin. Ja, regnen. Es tröpfelt nur noch so ganz bisschen. Mal mehr, mal weniger. Gießen tut es nicht, so wie den ganzen Tag. Aber ja, und kalt, ja, was ist das? 10 maximal höchstens. Wind ist nur ein ganz bisschen, also man kann hier gut draußen sitzen. Und jetzt mache ich mir hier mal ein paar Nudeln. Aber Fertiggericht. Einfach nur Wasser zu und fertig. Ja, während das hier ein bisschen vor sich hinkocht, kann ich ja noch mal erzählen heute. Also aufgewacht bin ich natürlich im Hotel. Das war natürlich sehr viel Luxus, schön gefrühstückt. Aber das hier, das wollte ich heute erleben. Habe ich auch. Wie ihr seht, und ja, der ganze Tag war echt toll. Es hat geregnet zwar, aber die Strecke, was soll ich sagen, Bahntrassenradweg. Ich kannte ja bis Kranjska-Gorja, kannte ich die Strecke schon, aber der Rest war auch der mega nice. Ja, die Straßenverhältnisse sind nicht immer top, aber einfach nur genial. Es ist alles neu. Die großen Berge hat man noch gut sehen können. Perfekt. Also ich glaube, das habe ich richtig gemacht, gestern noch den Regentag abzuwarten und heute im Regen zu fahren, weil so schlimm war der Regen gar nicht. Es hat immer vor sich hingeregnet, mal mehr, mal weniger, habt ihr ja gesehen. Und die tollen Plätze konntet ihr trotzdem genießen. Ja, so wie das absolute Highlight Bled mit dem Bleder See. Also mit dieser Insel da drauf, das ist ein Traum. Jetzt war noch nicht so viel los, aber wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, wenn das mal Sommer ist, denn ist, da kannst du auch nicht mit dem Rad durch, glaube ich. Das ist so voll. Ist nicht umsonst so teuer, sieht toll aus, aber wäre nichts so
unbedingt auf Dauer für mich einmal angucken, einen Tag, und dann würde mir das lang. Aber da sind auch tolle Berge rundherum, die man jetzt nicht gesehen hat. Nämlich das war rechte Hand die meiste Zeit immer auch der Triglav Nationalpark, also Wahnsinn. Aber auch jetzt hier durch, als ich da hier durch tue, diese Landschaft hier. Man hat schöne Blicke, man sieht im Norden noch die großen Berge auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ich konnte sie ja nicht mehr so gut sehen. Aber Leute, Wahnsinn. Das war der erste eigentlich richtige Reisetag und das war das schlechte Wetter. Morgen, ja, vielleicht bis Mittag oder so, soll es noch ein bisschen trübe bleiben und dann kommt Samstag auch spätestens die Sonne raus. Ja, und dann habe ich es wohl geschafft. Ja, ich werde hier gut die Nacht verbringen, das auf jeden Fall. Ich bin müde, dennoch trocken in dieser Hütte, brauche ich morgen das Zelt ja nicht ein an oder irgendwie nochmal unterwegs trocknen, weil ich glaube, das würde morgen früh sowieso nicht trocknen. Ja, das hat perfekt geklappt. Also Plan A ist aufgegangen. Und wenn ich mir noch vorstelle, noch 26 Etappen habe ich mir vorgenommen. Vielleicht wird es mehr, weniger, noch ein paar Ruhetage. Also das kann ja was werden. Wenn das Wetter erstmal schön wird und landschaftlich, wird das bestimmt auch weiterhin so bleiben. Ja, was soll ich noch sagen? Viel Geld habe ich heute denn nicht ausgegeben, außer fürs Hotel. Hier weiß ich es noch nicht. Aber so viel wird es nicht kosten. Ich meine, im Internet steht 13 Euro. Ich weiß nicht, ob die Hütte ein bisschen mehr kostet. So ganz allein hier auf dem Campingplatz ist sehr komisch, aber irgendwie werde ich es auch mal genießen, weil ich komme noch in Gegenden, besonders wenn ich Dubrovnik komme, da wird es auch wieder voll sein und Unruhe pur. Ja, die Nudeln werden hier auch, glaube ich, so langsam fertig. Ja, wie ihr seht, ich habe hier auf Gas umgestellt. Ja, ich habe auch noch den kleinen Brenner noch mitgenommen, falls ich nicht neu Gas finde, falls der leer geht hier. Ja, ich werde mir auch mal wieder unterwegs was gönnen im Restaurant oder so. Also ich will das absolut genießen, aber ich genieße es gerade jetzt hier aus diesem Pott zu essen. Das ist einfach nur genial. Also ich kann es jedem empfehlen. Es war eine sportliche Etappe, muss ich sagen. Es ging echt stark hoch. 17% war es vielleicht nicht ganz, was sie immer sagen. Wir haben aber auch noch hier diesen Kilometer steil, 14%. Das waren wirklich 14%. Aber ich bin alles gefahren. Wahnsinn. Die Beine gehen. Ja, man merkt die Anstrengung. Ja, aber so kann es weitergehen. Und morgen? Ja, morgen habe ich leider noch eine ziemlich lange Etappe. Viele Höhenmeter auch wieder. Ja, 100 Kilometer müssen es morgen werden, weil da kommt erst wieder der nächste Campingplatz. Aber Ljubljana will ich durchfahren. Das kann auch sehr interessant werden. Also, was soll ich noch großartig sagen? Ihr habt gesehen, was heute passiert ist. Ihr werdet es hoffentlich sehen, was morgen passiert ist. Also, denn ja, werde ich hier noch was Schönes essen. Und glaube ich, alt werde ich heute auch nicht. Sobald das dunkel ist, schlafe ich bestimmt und bin aber morgen früh wieder ziemlich früh wach, wie heute Morgen auch. Da bin ich um 4:30 aufgewacht im Hotel. Ich bin Frühaufsteher. Das ist nun mal so. So ist ja auch mein Job. Ich muss ziemlich früh raus morgens. Ja, Entschuldigung, Unterbrechung, Batterie, die er den ganzen Tag gehalten hat in der Kamera, ging jetzt aus. Ja, das ist hier gleich fertig. Hier ist noch ein Startradler, Aufstellradler kann ich ja nicht sagen. Ich freue mich drauf. Ja, Prost! Und Mahlzeit. Ich werde hier das noch genügend essen. Also dann, tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Mal.